Herzlich willkommen zurück bei Sniper Elite 4 mit Skuldur als mein Partnerscharfschützen. Hallöchen. Und wir haben uns entschieden, wir werden jetzt erstmal ganz in Ruhe das da hinten machen. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir ganz gechillt die Anlage zerstören. Weil wenn wir die jetzt zerstören, da ist alles aufgewühlt und alle heulen rum und mi und so weiter. Genau. Los geht's. Da kommen wir nur vorne rein, oder? Warte kurz, hier nochmal auf die Map. Ich glaube, ja, da, ja, zwei Eingänge. Zwei Wege. Ah, unten wäre auch noch ein Weg. Aber ich glaube, oben ist leichter. Mhm. So. Ja. Ja, wobei, wir können oben rein. Wir können hier unten rein. Wo willst du denn rein? Gehen wir oben rein, oder? Okay. Anscheinend sind alle unten, die meisten Gegner. Können wir vielleicht von oben gut runtersatteln? Moment. Ah, hier hoch. Ah, was zum Einsammeln? Ach, vielleicht kommen wir hier gar nicht rein. Ja, wollte gerade sagen, hier geht's vielleicht gar nicht rein. Okay. Aber wir haben ein Sammelobjekt. Mal hin. Ja, das ist doch schon mal viel wert. Ist hier noch ein Sammelobjekt? Nee. Alter, voll fleißig mit den Sammelobjekten. Ja, in der Mission geläuft es voll. Nur haben wir noch kein einziges voll, sondern irgendwie gefühlt von 7 Aufgaben irgendwie nur so teils zur Hälfte. Irgendwie. Jupp. So, Speicher, damit wir den ganzen Cast nicht nochmal laufen müssen. Jupp. Warte, da ist gerade direkt einer vor uns. Siehst du den? Ich mach hier das Licht aus, Achtung. Oh, warte, ist noch einer. Lol. Das hören sie wieder nicht. Ja, die stehen ja nicht im anderen Bunker im Nebengebäude, sondern im gleichen. Da halt es nicht so. Ja, das sind da oben noch, oder? Ja, das geht nicht. Du musst direkt runterstellen, weil so schießt du gegen das Lampenschirm. Du musst wirklich die Birne erwischen. Das hat er gehört. Das haben sogar alle gehört. Uhuhuhu. Nee, da sieht er mich. Nehmen wir was safe. Hier sieht er mich vielleicht nicht. Obwohl bei. Doch, da sieht er mich auch. Hier sieht er mich nicht. Ja, wobei. Ja, hier ist besser. Moment, den einen können wir doch eigentlich mit einem Steinchen oder sowas, oder? Ja, ja, mach ich ja gerade. Achso, gar nicht. Ich hab schon ein Steinchen geworfen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Na? Wollen wir das Licht auch noch kaputt schießen, dann wollen wir erwischt. Was war das? Hä, wie hat er mich gesehen? Ich hab da doch was gehört. Langsam kriegt er Angst, wenn plötzlich so 20 Steine auf ihn geworfen werden. Ein Geräusch. Jetzt, immer wenn er losgeht, du darfst dich immer sofort Steine schmeißen, weil ich glaube, der beobachtet ja, das ja, erstmal. Ne? Komm her. Die zwei Waffen sieht man natürlich nicht. Ein Geräusch. Komm, den schießen wir einfach raus, oder? Der hat keinen Helm. Oder. Ich will Nahkampf machen. So, die anderen werden gleich sagen, hey, wir haben hier einen Moment. Ja, stimmt, ein Mann weniger. Weg mit dem. Ich habe hier schon meinen zweiten Friedhof. So. Leg dich zu den anderen. So. Na, wann werden die anderen sagen, hey? Ja, er ist hat ja. Einer ist schon mal alarmiert. Wir könnten jetzt. Achso, das Licht hast du schon ausgeschaltet. Ah ja. Man könnte das Licht hier noch ausschalten. Ah ja, genau. Perfekt. Ist hier auch noch ein Licht? Nee. Oder unten leuchtet irgendwas. Das ist vielleicht ein Dokument zum Holen, oder? Ah ja, stimmt. Ah, da kommt einer. Oder? Ist der oben? Ja, der ist oben. Erst erschießen, wenn er hier oben ist. Weil, oh, das sind jetzt zwei. Wow, außen! Draußen, draußen, Achtung, Achtung, Achtung! Oh. Ne, die sind unten, die sind unten. Ja, aber das sind zu viele Treppen hier hoch. Ja, die können da aber hochlaufen, ja, bis auf.
Ich überlege gerade, ob ich da einen Stolperdraht hin haben soll. Ja, mach. Wow. Oh shit. Die anderen kommen hoch. Oder einer zumindest. Boah, ich hab's gerade voll mit Tastatur verkackt. Wie, die Stolpermine ist nicht da? Doch, 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 aber... Ist da jemand? Kann ich da vorbeilaufen? Ja, kannst vorbeilaufen. Ich nehme auch gerade eine Leiche. Oh ja, das ist eine gute Idee. Frisst dies. Was echt? Ich mag den durchsuchen. Da kommt einer, Achtung. Hab alles gefunden. Was, unter uns? Etwas hat ein Geräusch gemacht. Oh mein Gott, es ist ein... Ich bin eine Biene. Ein Geräusch. Wir könnten hier eine Falle hinstellen. Ich hab was gesehen. Da bewegt sich was. Oder warte, ich mach Nahkampf. Irgendwas ist da drüben. Findet lieber mal heraus, was. Der Mann arbeitet effizient. Der andere kommt auch langsam. Der kommt auch hochgesprintet. Oh, das ist nicht so gut. Soll ich den einen vielleicht zu mir schlocken? Oder ja, ist der schon den unten, vorbei? Nee, da unten kannst du. Wow, nein! Oh Mann! Oh nein. Ich habe den unten gemeint, nicht den oben. Ich habe doch gar nichts gemacht. Du hast doch gepfiffen. Habe ich? Ja, hab ich? Weil ich habe gehört, da dachte ich, dass du dir aus Versehen gepfiffen hast. Habe ich auch. Komm, dann machen wir einfach eine Falle hier. Hä? Wo ist meine Leiche? Ach, die liegt schon da. Hab was gesehen. Weg da, Vorsicht. Scheint alles gewesen zu sein. Perfekt. Oh, der andere kommt auch noch hoch. Ne, der kommt nicht hoch. Er ist jetzt unten wieder lang gegangen. Etwas hat ein Geräusch gemacht. Hallo? Drüben ist jemand. Da war doch ein Geräusch. Hör ich da was? Toll. So. Wenn ich jetzt durch die Mine gehe, dann explodiert es auch wahrscheinlich, oder? Oh nein, jetzt laufen die nicht gleichzeitig nach oben. Nein, don't do it. Nein. Tu es nicht! No! Lull. Na gut, den anderen kann ich glaube ich vielleicht auch so killen. Und Hast du eine gesetzt? Nee, das nicht. Warte, ich setz schon eine. Magst du wieder hochlocken oder soll ich ihn einfach erschießen? Oh, lock man hoch. Lustiger. Hä, wie lang muss man die machen? Du musst mal F drücken, ne? Damit du einen Endpunkt machst. Ah ja. Nicht nur den Fehler habe ich vorhin auch gemacht. So, jetzt schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Haben wir Steine, ganz viele davon. Check it out. Lol, ich habe eine Panzerfaust aus Versehen aufgenommen. Ich kann nicht mitbekommen. Der Panzer kann kommen.
Wow, jetzt wäre ich hier beinahe runtergefallen. Wartet, da war ein Geräusch. Do it. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich aus Versehen eine Panzerfaust aufgehoben habe. Ah? Ich komme her. Mach den gleichen Fehler wie vorher. Goodbye, jo. My friend. So, dann hinein da mit uns. Aha. Haben wir die meisten schon? Ist eigentlich nur noch einer. Oh, warte. So, da wären also Motor wäre da. Ja, kannst du einfach mal machen. Oh, 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 er checkt den Motor. Weg. Check den Motor. Check ihn. Oh yeah. Das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Ich meine, wir hätten jetzt auch einfach hingehen können und einen Headshot geben können, aber... ja. Wenn er halt ein bisschen sich beeilen würde. So, da la, jetzt hat er. Jawohl, ja, jetzt geh hin. Ja, ja, geh hin. Merkwürdig. Was ist nun mit dem Motor los? Richtig nice. So, die anderen hat es gar nicht gejuckt, dass hier in dem Bunker irgendwas zerstört ist, aber... Ja, gar nicht. Ich hebe ihn mal auf. Ich bringe ihn mal da hoch, weil hier oben sehen sie ihn wahrscheinlich eher nicht. So. Wenn er da hinten in der Ecke chillt, sieht er aus, als hätte er ein bisschen mehr zu viel getrunken. Was kann man da hinten aufnehmen? Ach, hast du das Sammelobjekt aufgenommen? Ja. Jo. Da ist eine Tasche, die ich nicht aufnehmen kann. Alles klar. Was? Zerstörung? Ja. Quicksilber. Was soll man machen? Irgendwas zerstören? Ja, aber jetzt noch nicht hier, oder? Könnte man hierher locken, dann kann ich ihn Nahkampf rausnehmen. Ach, das sind diese blauen Gefäße, die muss man kaputt machen. Oh. Hä? Toll, von der Seite kannst du das nicht kaputt machen. Alles klar. Ah, der hat uns gesehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der sieht dich, der sieht dich. Geh mal ein bisschen näher an die Wand, nicht, dass er dich gleich sick, wenn er... Boah, aber die anderen gucken hin, ne? Boah, das wäre ein Problem. Ey, die alarmieren sich gegenseitig. Ja. Hoffentlich sieht der eine das nicht. Deckung. Schnell die Leichen nehmen. Bevor die da anfangen zu rumzulaufen. Hi, my friend. Oh Gott, die kommen. Danke dir.
Du bist mein persönlicher Schatten. Oh. Die Kamera von der Seite. Oh, das ist ein bisschen hell. Da liegt noch eine Leiche. Könntest du die vielleicht mitnehmen? So. Wo liegt hier? Links. Ah, Lux, du bist gerade vorbeigelaufen. Die werden die Leiche erzählen. Wenn sie jetzt hier hochrennen, werden die Leiche... Achtung, die sind da, pass auf. Naja. Haben wir vielleicht irgendwo ein Fass oder so zum Springen und so? Oh ja, sehr nice Idee. Oh, das ist so knapp. Nein, nicht nur einer. Ups. Lol. Wow, ich hab's hier weg. Oh, da sieht mich nur. Komm schon, bitte alle drei. Ja, 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 wollt. Ja, 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 ja. Ja! Du! Ihr Opfer's. Was? Lol. Hast du beide gekillt gerade? Ich weiß gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Hast du nicht gerade geschossen? Nee. Lol, wie habe ich das geschafft? Ja, ich wollte gerade sagen, hey, hast du gerade mit einem Schuss rausgenommen? Hier finde ich nichts mehr. Da war auch irgendwie gerade Doppelkill gestanden, aber ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. What? Ja, die können wir hier nicht lassen. Diese Stolpermine, die gefällt mir nicht. Das ist geil. Macht zwar Lärm, aber irgendwie... Durchsucht die Leichen oder sonst irgendwas, da findest du normalerweise genug. Ein Offizier. Ja, was soll's? Oh, hier ist Lärm. Lol, hier ist Lärm. Aber den würde ich irgendwie gerne Nahkampf machen, habe ich voll Bock drauf. Ja, leck mich doch. das ist sowas von klar, das ist unfucking fassbar. Kesslers Tresorkombination gefunden. Oh, nice. Und das ist einfach da. Wo ist denn das Tresor? Ach, da hinten. Muss man einfach da drauf schießen oder kann man hier noch irgendwas machen? Lol. Du solltest nicht direkt davor stehen, nur sollst du. Bei was denn? Was ist überhaupt schießen mit diesen Dingern. Kannst du mich irgendwie. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Es ist explodiert. Lol. Bitteschön. So, haben wir das schon mal erledigt? Oh, 6 von 8, ne? Ist schon fast irgendwie traurig. Naja. Irgendwie. Naja. Man kann nicht immer alles. Ey, da kommen ganz drei Leute rein, gerade. Lol. Aber als nicht. Und ich hab's nicht verkehrt, ja. Und ich hab die Leichen liegen lassen. Nein! Lol, die sind direkt hier unter uns. Wow! Einer hat mich gesehen. Fast. Wo sind die? Die kommen wahrscheinlich genau hoch. Oh ja, sehr gute Idee. Geh weg, wenn du. Richtig nice, Alter. Dreifach-Kill, holy moly. Oh yeah. Wow. Ich glaube, da nehme ich mal wieder mein Sniper-Gewehr mit der Unterschallmunition schnell. Ach, das ist noch einer. Hm. So, dala. Ich
weiß nicht, die Mission gefällt mir irgendwie voll gut. Ja, weil wir irgendwie auch richtig gut hinbekommen, muss ich sagen. Ja. Auch heimlich also, und so weiter, ne? Ja. Zumindest größtenteils. Ja, das meiste. Ich meine, wenn wir da mal ein bisschen leer machen, das ist ja eigentlich prinzipiell nicht schlimm, solange kein übrig bleibt. Ich sag mal, wir mussten trotzdem mal neu laden oder sowas. Ach so, ja, das ist aber... Weil mit der Schüssel vorhin mit dem, wo die dann zwei Panzer kommen. Ah, das ist ja, weil wir das nicht wissen können. Also das ist ja... Ja. Ich durchsuche mal wieder alle hier, weil... Sonst nicht mehr? Gut, muss reichen. Anscheinend haben die auch hin und wieder mal irgendwelche Briefchen bei sich, die man sammeln kann. Ja, was muss man hier zerstören? Was muss man noch zerstören? Gar nichts mehr. Ich hab schon kaputt gemacht. Wir sind hier fertig. Ach so, ich ist mal fertig. Ja gut, dann nur noch die... Schüssel da. Die Schüsselle. Oh, ich laufe schon voll den Umweg. Warte auf mich, mein Freund. Oder lauf schon mal vor. Wurscht. Ja, ich warte dort. Alter, lol, bist du weit vorne. What? Ich bin schon bei dem Ding. Hä, wie... Warum bist du losgelaufen? Du bist ja schon losgelaufen und 10 Minuten später hast du gesagt, ja, wir sollten jetzt zu den Ring laufen. Dann zünd ich's an. Zünde es an, ja. Kann ich einfach vorne schmeißen? Geronimo! So, gleich mal meine Panzerfaust an. Ich die Snipergewehr. Wenn er wieder alle alarmiert hier. Ich glaube, es müsste jetzt. Da, ach, da kommen zwei Panzer, siehst. Genau, da oben ist ein Panzer. Und dann da sind da noch irgendwo dann diese Snipples. Da ist einer. Ah ja. Lol. Lol. Alter, wie viele Schüsse muss man denn da abgeben? Ich glaube, da können wir aber nichts anders machen. Weil Deckung aufgeflogen, aber ich glaube, da geht ja nichts anders, oder? Oder darfst du da jetzt neu laden? Ja, das lade ich nochmal kurz neu. Bist du sicher, dass es geht ohne Deckung auffliegen? Weil die sind ja alle alarmiert, also. Nee, warte, ich möchte es nochmal ausprobieren. Was haben wir denn hier? Oh, lol. Warte, ich speichere dann nochmal kurz davon, bevor ich das aktiviere. Vielleicht erstmal eine Position raussuchen, wo man schön snipen kann, ohne vorher gesehen zu werden. Warte, hier sind drei Leichen, die bin ich durchsucht schon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man durchsucht Leichen und man kann es ja kurz danach nochmal durchsuchen. So, warte. Gibt es hier irgendeine schöne Position von oben oder sowas? Also jetzt bin ich ja hier. Lol. Ja, gut. Was mach ich? Aber speichern. Ich zünde jetzt. Ja. Ah, nicht erst die Treppe runter, du Sack. Lauf schneller, du Idiot. So, probieren wir das Ganze noch einmal. Warte, ich kann jetzt nochmal speichern, nachdem wir es zerstört haben. Obwohl, man kann hier doch bestimmt hier auf dieses Fass da schießen. Ein Panzer schon mal weg. Lol. Einwandfrei. Wo bleiben die Scharfschützen? Sind die jetzt durch die Explosion mitgestorben oder was? Ich hab keine.
Keine Ahnung, schauen wir mal. Ach, wir hätten auch Minen legen können, ne? Naja. Eine Mine habe ich. Ich habe ja Minen gelegt für den anderen Panzer. Hä? Hä? Warum ist er jetzt nicht rot markiert worden? Wo bleiben eigentlich die anderen? Die sind hier unten. Ja, die Sniper. Ah, nee, da ist nein! Oh, geh rüber runter! Oh! Was sind jetzt da, die Sniper, oder wie? Ja, ja. Einer zumindest. Ah ja, der andere ist so in die Mine reingefahren. Perfekt! Da! Ey, das läuft ja gerade wie am Schnürchen. Ah, auf meiner Seite nicht so. Ah, da ist ja noch ein Panzer! Da ist noch einer! Drei Panzer! Müssen wir verarschen. Nicht ro... Oh, das ist ja die ganze Zeit... Also, Fahrer ist rausgesch... Wow, fuck. Ah ja, gute Idee. Ist der Panzer tot? Scheint leider nicht so. Nö. Was? Den Oberschenkel. Oh. Und das ist tödlich. Alles klar, mein Freund. Sind da jetzt noch welche? Ah ja, da. Wow. Da ist nochmal der Sniper da. Was, wo? Ah ja. Kümmere ich mich drum. Okay, dann schieß ich nicht. Ist er weg? Ja, der ist tot. Achso, weil ich keine Killcam gesehen habe, das ist verwirrend. Die Munition hält nicht mehr lange. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ohne Alarm ausgelöst zu haben. Das stimmt, ja. Ich glaube, der eine Panzer, der lebt auch noch. Ja, das sehe ich auch gerade. Ich wollte es gerade sagen, da müssen wir uns irgendwie ranschleichen. Oh. Kriegst du das hin bei dem Panzer? Warte mal. Du kannst auch das. Gespeichert. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Ich versuche mich an den anderen ranzuschleichen. Wow, das sind noch zwei. Boah, das war knapp, Alter. Wo sind die denn? Verflixt, kaum noch Munition. Hey, wo kann ich denn da jetzt? Ich kann da keine fucking Rucksackladung dran haben. Deckung aufgeflogen, Moment. Ehrlich? Ach so, wegen dir. Hm. Ja, aber ich hab's gerade ja, also man kann an Ding keine Rucksackladung dran hängen. Und wenn du dort C4 draufklebst? Ja. Vielleicht hast du auch einfach keine Rucksäcke mehr. Ich weiß nicht. Deswegen probierst du einfach mal. Ich kann auch mit der Panzerfaust draufballern, wenn's wäre. Ja, ob du da nicht deine Deckung auflegen lässt. Ja, weil ich mach C4. Geist, Kettenreaktion und Sprengstoffkill. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das alle beide waren. Ne, waren nicht alle beide. Wow! Partner verblutet. What? Ja, das war eine heftige Explosion. Alles ist explodiert. Ich bin gestorben, aber der eine ist nicht gestorben, den ich töten wollte damit. Und ich bin. Holy heftig, was ist das für eine Explosion? Holy shit, Alter. Wow, da ist noch was? Der lebt noch? Ja, den einen Panzer, den wollte ich ja zerstören, aber da waren ja die anderen zwei im Weg. Alter, das hört nicht auf zu explodieren. Was? Alter. Holy Scheiße, ich komme da jetzt nicht zu dir. Ich glaube, wir müssen mal neu starten. Ja, dann lad neu.
Schnell, bevor ich dumm bin. Ah, neu! Ah! Hast du jetzt neu geladen? Ja. Boah, das ist auch knapp. Boah, Alter, das ist jetzt irgendwie... Was? Ein TNT hat den nicht vernichtet. Okay, warte mal ganz kurz, ich möchte nur... probieren. Ah ja. Wo sind... Ich weiß einfach auch nicht, wo die sind, ne? Das ist mein allergrößtes Problem. Ich spekuliere immer damit. Ah gut, mein Panzer ist kaputt da. Wow. Hui! Hui! Da ist der andere. Ja, Alter. Ach, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Alter, dass der das überlebt, Alter. Der steht direkt neben der Explosion. What the fuck? Also, der lebt noch. Ja, Mann. Kannst du den killen? Ich hab keine Muni mehr. Ja, danke. Unterkiefer. Alter, die Explosion, die ist immer so hart, ey. Die ist heftig. Tja, und dieser Panzer, was machen wir da? Ich schleich mich hin und hau Ding hin. Wow, shit! Was machst du? Achso. So. Es muss da einfach noch sein. Gut, ist noch. Ich warte hier auf dich. Den Typen holen, oder? Das haben wir doch jetzt hier vorbildlichst abgesiegt. Mit. Wow! Lol. Ey, sag mal, wie oft explodiert denn so ein Panzer? Weißt du, ein-, zweimal, okay, dreimal, das sag ich ja nicht, aber beim vierten Mal! Wie lange musst denn du da warten, ey? Bis du wieder vorbeilaufen kannst. Holy shit. Ich bin ein kostbares Plänzchen. Ach, Schnauze. Ziemlich gut. Ach so, komm, ach so, doch. Alter, wenn jetzt auch noch eine Welle kommt. Ganz ruhig, Professor. Hä, sah das nicht ganz anders aus? Ach, wir sind hinten rausgegangen. Alles klar. Ich würde auch da hinten hinbacken und nicht irgendwie auf dem Beifahrersitz oder sowas, wo er nicht rausfliegen könnte. Alter, die Genauigkeit, wenn du die ganzen Lichter ausschießt, Alter. Die Genauigkeit geht da ganz schön nach unten. Holy moly. Ach ja. Aber irgendwie schade, dass dadurch die Genauigkeit nach unten geht. Es ist eigentlich hart, ja. Stimmt. Aber woher sollen sie es wissen? Irgendwie erkennen, dass man nicht auf Feinde schießt. Oder wenn man halt Licht kaputt schießt, dass das halt als Treffer zieht. Oder so, ja. So. Nice, nice, nice. Ah, Upgrades. Ich habe Upgrades vorgeschlagen. Achso, ist automatisch. Nee. Echt, das ist automatisch drin. Nee, Waffnung. Nee, Schaden ist nicht, du musst ja aussuchen. Verringert Schäden beim Fallen? Oder bessere Heilfähigkeit? Nee, ich meine jetzt bei der Waffe. Achso. Schaden. Zoom. Ja, ist eigentlich alles. Achso, das tut's glaube ich automatisch, ja. Ja, es ist automatisch. Schaden und Zoom habe ich drin, ja. Rückstoß und Beherrschungsskin noch nicht. Nee, da habe ich noch gar nichts. Schulterzielkills 055. Ja, da habe ich auch. Was schultert die? Ja, wo steht das? Ja, weil ich mit meinem Gewehr nicht. Ja, klar. Ja, klar. Ich auch nicht. Und, aber 20 Herztreffer? Also, das müsste schon mal dabei gewesen sein, eigentlich. Ja, schon. Das mal einen aber bei mir steht es auch nicht da, wie viel ich davon habe. Bei mir steht einfach nur 20 Herztreffer. Steht nichts dabei. Hm. Steht bei dir dabei, wie viel oder was du schon hast? Nö. Achso. Ach so. Gut,
Ist das die theoretisch die nächste Mission, wieder eine Nachtmission oder wie? Ja. Villa Giovi Fiorini. Sollen wir uns da noch eine halbe Stündchen rein? Ja, eine halbe Stunde hätten wir noch. Ja, gut, dann machen wir es. 25 oder? Minuten. Ja, komm, was soll's. Schauen wir mal rein, was das ist. Aber werden eh erstmal Zwischensequenzen sein und so. Wieder, ja, genau. Wieder mit allen sprechen. Ein Funksendeturm bedeutet meist, dass ein Funkoffizier in der Nähe ist. Mhm. Und? Was bringt uns das? Keine Ahnung. Ganz bedrohlich hin und her gehen mit einem Messer in der Hand. Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Erstmal mit dem reden da. Ja. Was für ein Gestank. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, wie sagt man noch gleich, ein Windei. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat.
ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Karl, die Partisanen haben uns einen Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rotbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rotbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rotbauer ist Böhms Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Cyanid. Rotbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhms Plan. So, noch einer? Nee. Halt mit da Funkgerät. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Hä? Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Meine Antwort auf Hallo, Hallo, ist hier jemand? Wird gemacht. Alles klar. Hey, Skull. Hallo, Skull. Jo, wird erledigt. Kein Problem. Ah, jetzt war alles einsam, wenn was geht. Aber so wie ich das jetzt verstanden. Oh, ist das eine Mosinagant? Ja, aber die ist irgendwie nicht so gut. Nur die Rückstoßdämpfung ist besser. Ja. Ach, irgendwie haben wir schon die beste. Das ist irgendwie total Schwachfug. Ja, eigentlich schon. So, machen wir mal. Oh, das ist eine große Karte gefühlt. Achso, Map. Ach du Heilige. Oder kommt es einem nur so groß vor, Karte? Ich weiß nicht, aber da ist auch voll wenig zu machen irgendwie. Haben wir sicher alles? Wir müssen da kaum was machen. Okay, Rotbauer töten, Reiseroute finden, Scharfschütze töten, Informationen finden. Achso, die einzigste optionale ist das mit dem LKW. Aha. Ich verstehe das jetzt auch nicht ganz, weil das ist schon wenig. Wir müssen eigentlich nur darüber. Mhm. Also ich würde sagen, Rotbauer töten, Reiseroute finden, Scharfschütze töten, Informationen finden, oder? Ja, irgendwie Scharfschütze, das erledigt sich wahrscheinlich hier aus der Ferne. Ja. Gut, dann starte ich langsam. Vielleicht Rotbauer auch? Mal schauen. Jo. Dann also starten wir, oder? Ja, starte. Passt. Haben wir jetzt echt nichts? Weil irgendwie kommt es mir so wenig vor. Vielleicht kommt da noch was zu gucken. Unauffällig. Wollte gerade eben sagen, unauffällig. So, also, dann müssen wir uns jetzt ziemlich gut zurechtfinden. Eigentlich nur geradeaus über die Brücke. Mal schauen, was da so geht. Ach, da fährt ein Patrouillenschiff. Okay, das markieren wir gleich mal. Ja, da oben ist ein einzelner Mann. Die sind überall vereinzelt, denke ich. Das ist ja super, oder? Ja. Mein Wusste. Das ist ein Garten. Moment, wo müssen wir überhaupt hin? Ne, wir müssen da gar nicht hin. Wir können einfach da rüber gehen eigentlich. Ja, da gucke ich müssen ja gerade wegen den ganzen Leuten. Haha. Ah, oben sind aber welche. Und einer da. Ach, den müssen wir gar nicht. Stimmt. Können eigentlich hier lang. Ja gut, den einen könnte man. Aber das hören die oben wieder, das sehe ich schon. Eigentlich könnte man hier vorbeischleichen. Wir könnten sie auch mal so machen, dass wir so wenig wie möglich. Also, nicht so wenig wie möglich, aber gar nicht die töten, die wir unbedingt töten müssen, sondern einfach nur vorbeigehen. Da kriegt man keine Punkte. Böse stimmt, gesagt. Stimmt eigentlich. Ja, gut, hast auch wieder recht, ja. Oh. Ja, komm, den einen können wir da schon mal killen, den da. Kann man es auch kaputt schießen hier?
Oh. LOL. Oh, nee, es fängt an zu brennen. Denk an das Brot, was gerade kimmt. Das könnte man sogar kaputt schießen, oder? Ja. Da wird sogar Motor das was angezeigt. Ja, wir sind wieder alle alarmiert. Vielleicht schaffen wir es wirklich. Nee, nee. Ich meine nur. Es macht ja auch Geräusche eigentlich, oder? Warte kurz, da kommt einer. Der hat die Ding gehört, die Lampe. Mhm. Ich markiere nur schnell. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Schauen wir mal von welcher Seite. Oh, da oben ist noch ein. Ah ja, den hast du schon markiert. Ja, kommen Sie doch her? Ja, darum kommst du mal kurz her, getrottet. Kannst du einen Stein in deine Richtung schmeißen? Oder. Oder mach du, wenn es geht. Ja. Genau. Wow. Ist das andere da? Das ist eine Hütte da, da ist was drin. Aber der ist da oben irgendwie, aber da müssen wir erstmal hochkommen. Da müssen wir, glaube ich, rechts rum. Aber hier kann. Obwohl, wenn wir die Lampe, glaubst du, der kommt hier runter? Okay, das könnte man ausprobieren. Mach die Lampe kaputt. Ja. Dann können wir ihn hier mit der Pistole killen, wenn er kommt. Falls er kommt. Voll geil, dass die so einzeln. So, wow, der schaut von oben runter. Schon ein Sack, der hat mich fast gesehen. Okay, das ist krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä, was? Ah, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Jetzt hat er sich ja wieder beruhigt. Ich schaue jetzt extra ein bisschen rum wegen den Adlern, aber ich finde, ich sehe gerade gar nichts. Vielleicht an dem Kirchturm da hinten? Nee, auch nicht. Drauf? Nee, das ist ein Huhn. Hast du bei dem einen eigentlich den Adler kaputt geschossen? Ja, genau, den habe ich kaputt geschossen. Ah, den hast du erwischt gehabt. Okay. Boah, ist der hell. Oh, und das sind so viele, weißt du, das ist richtig doof. Die sind richtig schlecht fürs Geschäft. Mhm. Oh, oh, oh. Der andere kommt gleich da zur Treppe, ja. Ja. Alles gut, alles gut. Der andere ist gelb. Ja. Der hat mich fast auch gesehen. Aber wirklich fast. Ich habe ihn mal kurz markiert. Ja, haben wir mal kurz ab. Und rein mit. Ne, fast. Scheiße. Hey, was? Bei mir ist er im Wasser. Ne, bei mir liegt er da irgendwie. Bei mir ist er im Wasser. Oh, guck mal, kann sich verstecken. Hui. Ja, jetzt haben wir aber nicht durchsucht, ne? Wenn da jetzt irgendwas. Bei mir liegt er noch da irgendwie. Ne, bei mir ist er weg. Ich kann auch nicht durchsuchen oder so. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der da gleich runterkommt. Das war ein bisschen. Ach, das ist sogar eine Aufgabe, das Boot zu neutralisieren. LOL, was ist mit den Aufgaben passiert? Hä? Oh. Wollte gerade sagen. What? Das Boot kann man trotzdem am Ende machen. Ja. Aber Feldlager, da oben ein Feldlager zerstört. What? Ja, okay, krass. Wieso ja. Davon wird das alles aufblockt? Das verstehe ich auch nicht. Ja, dann machen wir trotzdem Rotbauer und dann links zum Feldlager. Dann rechts, ja. Und dann da hochgehen halt.
Da hätten wir auch oben lang gehen können. Reiseroute, Fettlager, Scharfschütze, ja. Ja, das ist, weil es hier so hell ist, verdammt. Wow, der kommt, glaube ich, hierher. Boah, den können wir schön wegsnippern. Weil er schon alleine ist jetzt, ne? Ja. Irgendwie so schön mit einer Pistole oder sowas. Wow! Oh, scheiße. Soll ich ihn rausnehmen? Ja. Oh, warte, jetzt geht's wieder. Oh, Gott sei Dank. Aber trotzdem, nimm raus, wenn's geht. Kann man da schnell nehmen und weg. Hä, was machen dann jetzt? Ich nutze das mal kurz aus. Der Blick. Der ist ja auch mit der Pistole schießen können. Aber ist okay. Und die anderen kommen. Beilung, Beilung. Leute, wir schießen da mal, wie es wieder verrückt rum. Boah, die anderen kommen. Hä? Was geht denn da ab? Oh, der eine geht zurück. Der eine kommt zu dir. Mhm. Dann schalte ich aus. Boah, Alter, das hätte ich das. Ach, Gott sei Dank. Wow. Ich frage mich, ob du deine Leute anzünden kannst, wenn die daneben stehen. Ob das groß genug ist, die Flamme? Ja, wenn so ein Ding auf dich fällt und dann du mehr voller Tja, Wachs und nicht. Öl. Das sind das Feldlager zerstören. Was muss man da zerstören? Ach so. Ah, man könnte schon mal diese Ding hin tun und dann kann man drauf schießen von der Ferne. Wo hast denn du die Leine Leiche hingetan? Ich hab's einfach über die Mauer geschmissen. Du weißt schon, dass da unten ein Boden ist. Ich weiß, ja. Achso. Ich hab mir gedacht, da läuft vielleicht keiner. Wobei? Aber wir müssen eigentlich nach links, ne? Also irgendwie. Oder magst du erst das Feldlager zerstören? Ich schieß schon mal die Lichter kaputt. Fuck. Ah! Ich krieg das letzte Licht hin kaputt. Dann schaue ich mal, dass ich da vielleicht noch aufräume. Ja, warum werde ich hier so gesehen? Hier ist doch kein Licht. Jetzt, oder? Ich schleiche zum Feldlager rüber und tue schon mal die Ladung an. Jo. Boah, da wäre ein Motor, den ich sabotieren könnte. Ja, wieso nicht? Das ist lustig. Ich mag das irgendwie. Aber dann sind wir wieder laut, ne? Also das wäre der erste Moment, wo wir wirklich richtig laut sind, weil gerade sind wir richtig leise. Ja. Darfst du entscheiden. Also hier wäre auch ein Motor. Komm, mach mal. Mach mal. Okay, warte, ich bring doch schnell die Leiche weg und dann. Ach, der eine ist da unten. Ja,
Vielleicht kommt der hoch, wenn ich den Motor sabotiere. Soll ich die Geschützschirme schon mal... Ach, nee, lass mal es noch. Ah, da geht sogar das Licht aus. Ach, ist das nice. Die sind jetzt alle ein bisschen so alarmiert, weil ich gerade das Licht ausgeschossen habe und weil der Motor ausging. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Hi. Hoi. Da ist jetzt ein Fragezeichen. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt den Motor meint. Genau. Explosion gehört? Ach, ist jetzt ein... Hä? Welche Explosion? Ist der schon in die Luft geflogen und wir haben nichts mitbekommen? Deiner vielleicht, ja, aber meiner noch nicht. Nee, meiner ist nicht in die Luft geflogen. Das hätten wir jetzt schon gesehen. Aber er geht hoch, also er würde wahrscheinlich den Generator machen wollen oder untersuchen wollen. Vielleicht Explosionen, weil der macht so komische Geräusche. Speicher mal. Weil wenn das dann doch, dass alle alarmiert sind, dann schießen wir den vielleicht doch vorher. Lal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 a. Macht der gerade was am Generator? Nee, er geht gerade hin. Er geht gerade hin. Und jetzt muss er beim Generator sein. Jetzt müsste er sich beugen. Und? Ah ja, jetzt macht er was. Oh, genau, wenn das Boot vorbeifährt. Oh nein! Krass, dass man da keine... Naja, ein bisschen aufgeweckt sind sie schon. Ja. Aber das Boot nicht. Aber die oben schon. Aber krass, dass man keine Killcam gesehen hat. Ist fast, fast traurig eigentlich. Schade. Eigentlich aus dem Grund habe ich es eigentlich machen wollen. Also muss ich auch schon wieder wegfliegen. Aber die haben sich ordentlich aufgeschreckt, ne? Also alle hier auf dieser Insel. Aber es sind eigentlich nur noch vier. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich überlege gerade, ob ich auch noch das Feldlager zerstören soll, weil wir hier weggehen. Ja, das können wir drauf schießen, oder? Ja, das können wir dann machen, wenn wir. Genauigkeit, auf Wiedersehen. Ja. Meine wird jetzt auch nicht mehr so kurz sein. Boah, das ist doch mehr als wie vier. Ja, lol. Hey, lol, Alter, wo kommen die alle her? What? Warum bin ich hier eigentlich, warum werde ich hier eigentlich so gesehen? Ich bin doch voll im Dunkeln. Wow. Einer hat irgendwas. Ja, ich wäre auch fast aufgegangen. Ja, da stimmt wohl irgendwas mit den Straßenlaternen nicht. Die gehen alle kaputt. Ja, das ist bestimmt irgendein elektrischer Fehler. Oh, okay, die, hä? Pass auf, nicht, dass die alle gleich losrennen. Ich überlege schon, ob ich hier gerade wieder die Mine hin tue, aber dann ist es wieder zu laut. Oh, ich habe überhaupt keine dabei. Ah, doch, doch. Krass, dass ich meine Reichweite geht bis zu denen, ne? Gerade. Meine Sichtreichweite. Achso. Ah ja, stimmt. Einer kommt, glaube ich, da jetzt. Ah ja, stimmt. Oh, da müssen wir jetzt aber... Das war knapp. Wenn ich in dem Baum bin, sehen die mich dann? Ich hoffe nicht. Gut, aber das geht ja ganz anders. Er geht oben hin, ja. Er geht oben lang.
Boah, den hätten wir uns jetzt holen können. Wir können den immer noch erschießen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ich überlege gerade. Ja, das hören wir. Oh Gott. Warum bin ich hier so sichtbar? Eigentlich voll unlogisch. Ich kriege mal zu dem Typen. Wetten, der dreht sich wieder genau dann um. Oh, er steckt das Fernglas weg. Ah, jetzt kommt da ein zweiter. Ah, da müssen wir die irgendwie gleichzeitig machen. Gehst du zum anderen? Mhm. Oh Gott. Er geht an weg, er geht weg. Okay, ich gehe mal zum anderen, vielleicht erwische ich den. Okay, der geht weiter. Boah, jetzt bin ich... Ah ja. Ah, der steht genau im Licht jetzt. Boah, es ist ärgerlich. Nee, ich kann den anderen fast nicht machen. Warte. Ich gehe den anderen hinterher. Mhm. Bleib stehen. Bleib stehen! Und jetzt nicht umdrehen. Ich versuche auch den anderen auszunehmen. Wow! Und anderes. Also ich hab's geschafft. Ich auch. Hier finde ich nichts mehr. Aber lustig, dass es sich umdreht, wenn er ein Geräusch hört vor sich. Ich überlege gerade, ob ich den runterschmeiß. Da ist einer, da unten rumgeht, ne? Nur mal so. Aha. Ach, ich würde mich am liebsten jetzt hier einfach. Warte, da ist eine Treppe, da gehe ich mal kurz runter und schau mal, dass der. Oh, komm, wie kann ich nicht schießen? Das ist wirklich. Oh, der ist noch eins weiter unten, der ist ganz unten. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, den zu killen. Nee, ich glaube, den kann man erstmal lassen. Weil die Leiche liegt hier, liegt da ganz gut. So, erstmal hier das Licht ausschießen. Machen wir echt gut. Aber. Oh, das Licht ausgeschossen. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, wenn gerade keine alarmiert ist, hätten wir speichern können, weil es ist die Stunde jetzt um die halbe Stunde. Ja, ich habe gerade gespeichert, also. Okay, ja, jetzt mach den noch. Schau mal, ob du den noch kriegst. Ja, mal schauen, ob der kommt. Schau mal. Nö, er kommt anscheinend. Ja, da kommen zwei. Ich wollte gerade sagen, da kommen ja mehrere. Nein! Lol. Falsche Taste gedrückt, aber sowas von. Was hast du geworfen? Ein Stein. Ich wollte eigentlich das Fernglas in die Hand nehmen. Zu markieren. Hoppala. Blöd, dass das hier die Leiche liegt. Welche Leiche? Von meinem Typen. Aber wenn der jetzt daherkommt und ich den kill, das sieht das der andere? Nee, ich glaube nicht. Der guckt sogar gerade weg, der andere. Jetzt mach. Achso, ich dachte Nahkampf. Oh, das hat der unten jetzt gehört. Ich mache mal das Licht hier auch aus, weil das. Wir vermissen jemanden. Ah ja. Ah, fängt das schon wieder an. Wo sind die andere Leiche? Auch dabei ist ein Brunnen. Ah ja, stimmt. Ich trage es mal runter. Lol. Runter. Nein, nicht werfen. Oh Gott sei Dank. Ich habe die dort in die Ecke geschmissen. Aber okay. Wow, die laufen jetzt. Oh shit. Ach, die suchen jetzt den Mann, ne? Ja.
Ja, aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, Laft. Laft. Ich glaube schon. Ah ja. Nö. Hat der mir was geschrieben? Guck dir genau ins Auge. Oh, ganz heißer Typ, der Feger, ey. Siehst du irgendwo Adler? Ne. Ich auch nicht. Wahrscheinlich. Wow! Der eine ist hier unten. Aber es beruhigt sich gerade und ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Yes, yes. Yeah. Speichert? Yes. Und dann darf ich auch damit sagen, dass die Folge auch wieder beendet ist und alright, wir uns hoffentlich in der nächsten Sniper Elite 4 Folge sehen oder in anderen Let's Plays oder hören. Juhu. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.